Ihre eigene Frage zum Thema soziales Glück. Meine Frage zum Thema soziale Zukunft ist, wie kommen wir dahin, dass wir alle, dass jeder Mensch, nicht nur die, die hier sind beim Kongress, sondern alle Menschen, sich als Gestalter des sozialen erleben. Weil das ist das Schreckliche, finde ich, dass man immer das Erlebnis hat, man ist unterworfen unter Regelungen, Bestimmungen und so weiter, die eigentlich nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Und die meisten Menschen wissen nicht, was sie tun können. Die haben das Gefühl, ja, die machen eh, was sie wollen, wir können nichts machen. Und das, finde ich, ist die wichtigste Frage, fernab erstmal aller Ideen und Vorstellungen. Wie kann man erleben, dass das, was man will im Hinblick auf die Zukunft, dass das auch sich realisiert? Was ist Ihre, Sie haben ja lange Zeit in der Politik gewirkt, Europaparlament, Bundestag und so weiter. Sie haben ja auch eine eigene Empfindung, wie schwer es ist, Veränderung umzusetzen in diesem Feld. Was kann sozusagen von der Gesellschaft aus kommen, damit die Politiker darin unterstützen? Was muss da kommen? Ja, es ist, muss man sagen, einerseits unendlich schwer, Veränderungen umzusetzen, andererseits ist es auch ganz leicht, denn das Soziale, das ist ja das einzige Feld, wo wir wirklich frei sind. Das heißt, das gestalten wir Menschen. Das ist nicht naturgegeben, das ist nicht gottgegeben. Das ist unsere Schöpfung und wir können die verändern, jederzeit. Ja? Wir können dafür sorgen, dass zum Beispiel dieser Plastikstrudel im Meer nicht wächst oder dass wir das Klima nicht weiter ruinieren auf diesem Planeten, dass die Erde ein lebenswerterer, ein friedlicherer, ein fairerer, ein gerechterer Planet wird. Und so, das liegt alles in unseren Händen. Und was können Bürger tun? Was können Initiativen tun? Unendlich viel. Also die Initiative Mehr Demokratie zum Beispiel, die ich vor mehr als 25 Jahren gegründet habe, hat die Demokratie in Deutschland substanziell verändert. Die Folge war dann, es gibt jetzt mehr Demokratie Österreich, mehr Demokratie Niederlande, mehr Demokratie Dänemark, mehr Demokratie Spanien. Es gibt jetzt Democracy International. Es ist eine weltweite Bewegung daraus entstanden. Sie hat angefangen mit ganz wenigen Menschen, die eine Idee hatten, wie man was ändern kann. Dann sich zusammengetan haben, eine Initiative gegründet, andere angesprochen und mit reingenommen und sich überlegt, wie können wir das, was wir wollen, durchsetzen. Und da haben wir Kampagnen gemacht, richtige, wie soll man das nennen? Ja, Kampagnen über viele, viele Jahre mit einer immer größer wachsenden Gemeinschaft von Menschen. Und heute ist es gesetzliche Wirklichkeit, heute ist es Verfassungsrecht in vielen Ländern und jeder kann sich darauf berufen. Es war ein langer Weg, aber es zeigt, es ist möglich. Ich könnte viele, viele andere Beispiele erzählen auch. Also die Erfahrung daraus ist, jeder Mensch kann der Anfang, der Ausgangspunkt einer Veränderung werden für das Ganze, sogar für den ganzen Planeten. Und wenn diese Kraft jeder Mensch in sich ernst nehmen würde und erleben könnte, nicht nur das Maulen, das Jammern, sondern die Kraft, ja, ich kann was bewirken und wenn ich loslege und wenn meine Idee nicht völlig daneben ist, dann finde ich sofort andere, die sagen, okay, kann ich auch mitmachen. Diese Kraft ist es, die die Welt verändert und das möchte ich stärken. Was ist die Ursache, dass das in der bundesrepublikanischen, also in der bundesdeutschen Realität noch nicht angekommen ist? In der Landesverfassung haben wir die Volksabstimmung drin, aber im Bund hat es noch nicht geklappt. Was ist da der Grund? Also ich glaube, man sollte nicht verschweigen, je wirksamer, je größer das Feld ist, auf das man sich begibt, desto größer sind auch die Gegenkräfte. Und es geht auf Landesebene und auf kommunaler Ebene, wo wir bereits gewonnen und das durchgesetzt haben, eben nicht um so weitreichende Fragen wie auf Bundesebene oder in Europa. Und da sind die Gegenkräfte viel größer, die wirtschaftlichen Gegenkräfte, die politischen Gegenkräfte, die einfach den Status quo so erhalten haben, wie er ist, weil sie von diesem Status quo profitieren und weil sie Angst haben, wenn wir das in die Hände der Bürger legen, dann können wir ja gar nicht mehr bestimmen, wie es weitergeht, sondern dann ist die Entwicklung offen. Und das macht vielen Angst. Aber genau diese Offenheit ist es, die eine Gesellschaft braucht, um starke, mündige, freie, selbstbewusste Bürger haben zu können. Denn das Schlimmste für Bürger ist das Gefühl, ich kann nichts machen. Ja? Und das wächst ja dramatischerweise in Europa. Immer mehr Bürger haben das Gefühl, ja, ich habe da gar keinen Einfluss. Die großen Fragen werden hinter verschlossenen Türen, in Hinterzimmern, ohne uns entschieden. Das muss sich ändern. Und ich bin überzeugt, wir kriegen das hin, auch auf Bundesebene. Denn der Weg hat ja erst begonnen und er geht Schritt für Schritt. Und er wird da nicht Halt machen, wo wir jetzt stehen, sondern wir werden weitergehen.
Vielleicht noch ein Wort zu Ihrer neuen Aufgabe. Sie arbeiten ja jetzt im Lutheranum in der Sektion Sozialwissenschaft. In der Sektion für Sozialwissenschaften, ja. Was kann an so einem Ort anders bewegt werden, als man, wenn man beispielsweise in der Politik tätig ist? Also wir bewegen im Grunde dieselben Fragen, aber ich würde das mal so schildern. Ich habe ja auch in der Zeit, als ich in der Politik tätig war, immer diesen Wechsel bewusst gemacht. Also ich war nie länger als eine Legislaturperiode im Parlament, dann bin ich wieder raus. Meine Erfahrung war, in den Parlamenten herrscht ein schrecklicher Sofortismus. Irgendein Problem in der Welt, sofort die Antwort. Ja? Spätestens am Abend bei Maybrit Illner oder so werden Sie gefragt, was tun Sie jetzt? Sie haben noch gar nicht nachgedacht. Sie haben nicht drüber gesprochen, Sie haben nicht drüber geschlafen. Sie müssen jetzt eine Lösung präsentieren. Diese Lösungen sind fast immer die Verlängerung der Vergangenheit in die Zukunft. Weil um auf eine neue Idee zu kommen, brauchen Sie ein bisschen Abstand, müssen mit anderen Menschen reden, müssen raus. Für mich war das immer so, dass dann sozusagen die anthroposophische Gesellschaft und Bewegung, das war dann umgekehrt der Ort, wo es ganz viele Ideen gab, große Ideen, aber die Leute immer daran litten, dass sie sagten, ja, mich fragt keiner. Ja? Und darum geht es mir, wie bringt man diese Welten ein bisschen zusammen? Die Welt, wo ständig entschieden wird, aber nicht nachgedacht und die Ideen mangeln, und die Welt, wo Ideen da sind, ja? Wo nachgedacht wird, aber wo im Moment nicht das Entscheidungsrecht liegt. Und das zusammenzubringen, also für die sozialwissenschaftliche Sektion heißt das vor allem, wir forschen darüber, wie kann man das Soziale neu gestalten, das Wirtschaftsleben so, dass es mehr um Brüderlichkeit, dass es um Konkurrenz geht, das Rechtsleben so, dass es weniger um Macht und mehr um sozusagen Gerechtigkeit durch alle Menschen geht, und das kulturelle Leben einer Gesellschaft so, dass jeder Mensch in völliger Freiheit seine Ideen entwickeln, seine Impulse im Leben entwickeln und gestalten kann. Das versuchen wir zu entwickeln, aber wir versuchen zugleich es eben nicht zu entwickeln sozusagen am Schreibtisch nur, sondern im Gespräch mit Menschen, die mitten im Leben stehen, mit den Einrichtungen, auch mit den Menschen, die in der Politik tätig sind. Und das ist die Aufgabe, die mich interessiert. Und da ich immer wieder sozusagen die Perspektive wechsle, ist das ein unglaubliches Glück, jetzt mal eine Zeit lang mit dieser Perspektive arbeiten und in die Welt schauen und wirken zu können. Das heißt, als Botschaft an die Kongressteilnehmer wäre also unter anderem, oder an die, die jetzt den Film gucken, da ist nicht nur eine Sektion, die forscht oder Inhalte entwickelt, sondern auch, wo man sich in irgendeiner Weise beteiligen kann? Ja, also wenn ich das mal so sagen darf, früher war das Bild ziemlich stark. Wir haben hier sozusagen das praktische Leben, darüber haben wir dann die anthroposophische Gesellschaft und darüber ist dann die Hochschule und die Sektion, und das ist sozusagen von der praktischen Wirklichkeit sehr weit entfernt. Ich habe eigentlich ein ganz anderes Bild. In meinen Augen ist es im Sozialen so, ich rede jetzt nicht über Naturwissenschaft, im Sozialen so, dass Sie gar nicht abgehoben von der Wirklichkeit soziale Ideen ausspinnen können, sondern das können Sie nur in der Wirklichkeit, das können Sie nur sozusagen in der Begegnung von Mensch zu Mensch. Im Sozialen kann ich auch kein Experiment machen, wo ich sage, ich bin draußen und schaue das von außen an, sondern ich bin immer Teil. Ja? Im Sozialen bin ich immer mit drin, sonst habe ich es gar nicht begriffen. Und deswegen heißt Sozialwissenschaft, soziale Gestaltung, Sozialkunst, heißt nicht abgehobene Ideen entwickeln, sondern heißt, wie können wir sozusagen forschend in die Wirklichkeit eintauchen und aus den Erfahrungen, die wir in der Wirklichkeit machen, wieder neue Forschungsfragen entwickeln. Und deswegen, sozialwissenschaftliche Sektion ist nicht nur am Hügel in Gornach, sondern sie ist im Leben, in der Welt, überall da, wo Menschen sich mit dieser Aufgabe verbinden wollen. Und ich freue mich über Menschen, die auf dieser Grundlage zusammenarbeiten möchten.